Meine lieben Center, ich weiß, ihr habt nicht so viel Aufmerksamkeit in der Vergangenheit bekommen, aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Center-Tutorials, die ihr nachmachen könnt. Was ist denn super wichtig für euch? Das Finishing am Brett. Ich habe euch schon mal im vorherigen Video den Mic-Drill gezeigt. Jetzt zeige ich nochmal zwei andere Finishes, die ihr vor jedem Training drauf haben solltet. Das sind die kleinen Hooks, die Baby-Hooks. Warum Baby-Hooks? Weil du einfach jederzeit, wenn du einen Offensivmann hast und der Verteidiger hier ist, einen Baby-Hook finishen kannst. Und es ist wirklich nicht anstrengend, das heißt auch eine gute Warm-Up-Übung. Das heißt, egal wo der Ball kommt, solltest du mit rechts und mit links über die Schulter drehen können, finishen können. Okay? Das heißt, wie können wir es jetzt trainieren? Wir können uns dann immer selber Rebounds holen oder wir nehmen einfach den Ball und machen einfach von hier um den Charge Circle ein paar Hooks. Einmal rechte Hand, einmal linke Hand. Normalerweise kann man auch mit Brett machen, aber ich bin auch mal ein Fan davon, ohne Brett zu machen. Einfach für den Touch. Das heißt, wir würden hier anfangen mit rechts. Okay, Miss. 5 Makes in Folge. Boom, 5. Jetzt könnt ihr weitergehen. 45. Welcome 45. Hooks 45. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sagen, der richtige Hook ist sozusagen der Hakeem Olajuwon Hook. Sind wir aber auch ehrlich, der ist super, super tough. Das heißt, einfach Hooks rechts, Hooks links, bin ich auch ein sehr großer Fan von. Und dann erweitern wir das. Das heißt, wir haben jetzt hier die Baby Hooks gemacht. Und jetzt können wir mit einem Dribbling in den Hook kommen. Das heißt hier, Dribbling, Hook. Andere Seite, Dribbling, Hook. Wichtig dabei, den Ball geschützt halten. Das heißt nicht irgendwie so, weil dann können die kleinen Spieler draufhauen. Ball geschützt halten und über die Schulter auch als Schutz nehmen beim Finishen. Das ist der Baby Hook. Viel Spaß, Center.